Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen und sehr stürmisch-windigen Video von Autophorie. Wir möchten euch in diesem Video den neuen Skoda Kamiq vorstellen. Der Wettergott meint es allerdings nicht so gut mit uns heute. Darum muss ich ganz unhöflich diese Kapuze auflassen. Und ihr werdet auch sehr viele lustige Schnittbilder aus dem Footage-Bereich sehen. Einfach, damit das Fahrzeug wirklich gut zur Geltung kommt und nicht von dem Regen hier komplett verwässert wird. Wir starten wie immer mit dem Design und zwar hier vorne an der Front. Und ja, die Designsprache dürfte euch schon einigermaßen bekannt vorkommen, nämlich vom Skoda Scala. Link dazu unten in der Infobox. Die zwei teilen sich also zum Beispiel die Designsprache, aber auch, so viel sei schon mal gesagt, die Plattform. An sich ist der Skoda Kamiq ein SUV, ihr seht es schon, aber Skoda weist nochmal darauf hin, es handelt sich um ein City-SUV, also um ein SUV, was noch unter einem Kompakt-SUV einzuordnen ist von der Größe her. Relativ spannend finde ich das. Hier vorne an der Schnüss erkennt man eindeutig die Verwandtschaft zum Scala. Was hier allerdings anders ist, ist, dass das Tagfahrlicht jetzt oben angeordnet ist. Und wenn wir hier schon bei den Scheinwerfern sind, ja, wir haben serienmäßig LED-Scheinwerfer, allerdings nicht Voll-LED-Scheinwerfer, denn der Blinker ist davon ausgenommen. Wir können allerdings upgraden und dann bekommen wir tatsächlich Voll-LED-Scheinwerfer, sogar adaptiv, mit einem LED-Blinker, der dann gleichzeitig auch ein Laufblinker ist. Wer hätte es gedacht, ein SUV und trotzdem keinen Kunststoff von außen? Ja, das liegt natürlich daran, dass wir ein City-SUV haben und nicht wirklich einen Offroader. Nichtsdestotrotz, wir haben den SUV-Charakter, die kastenförmige Bauform. Ein Blick auf die Felgen, die bei uns jetzt so leicht dunkel und vor allen Dingen leicht satiniert gehalten sind, gefällt mir sehr gut. Es gibt Felgen von 16 Zoll bis 18 Zoll und dann jeweils mit einem Aerorad. Klare Kanten, so wie ihr es auch schon beim Skoda gesehen habt. Hier und da ein klein wenig Chrom, allerdings nicht zu viel. Viele schwarze Details mag ich immer sehr gern in der Kombination mit Blau. Und wir haben jetzt in unserem Fall auch eine dunkel abgesetzte Dachreling, schwarz. Normalerweise wäre sie sonst silber gewesen. Wir laufen einmal drumherum und schauen uns dann das Heck an. Gerade Linien, das Fahrzeug wird sehr in die Breite gezogen und schön auf den Boden gesetzt durch eben diese. Wir haben auch hinten LED-Heckleuchten. Auch hier wieder der Hinweis, der Blinker ist dann nur, wenn man die optionalen Voll-LED-Scheinwerfer nimmt, auch aus LED und dann dementsprechend wieder ein Laufblinker. Hinter all dem, ach übrigens, kleines Detail, bevor ich es vergesse, das zweite Fahrzeug, was nicht mehr das Skoda-Logo hat, sondern den Skoda-Schriftzug. So, dahinter verbirgt sich selbstverständlich ein Kofferraum, den ich jetzt mit der Hand geöffnet habe. Ihr könnt aber auch den optionalen Fußkick dazu bekommen, wenn ihr möchtet. So wie ihr es hier seht, haben wir 400 Liter. Wenn ihr alles umklappt, kommt ihr genau auf 1390 Liter Kofferraumvolumen. Skoda Kamiq, den haben wir euch schon vorgestellt und zwar mit dem kleinen Motor, dem 1,0 TSI in beiden Leistungsstufen. Und jetzt geht es mit dem 1,5 TSI ACT DSG weiter. Was steckt dahinter? Der einzige Vierzylinder im Skoda Kamiq mit 150 PS, 250 Newtonmeter Drehmoment und wahlweise 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-DSG sowie aktiver Zylinderabschaltung. Da kommen wir gleich im Fahren dann noch dazu. Warum jetzt dieser Motor noch? Glaubt man Skoda Auto Deutschland, dann ist es genau dieser Motor, auf den viele Kunden und damit auch ihr gewartet habt, die sagen, nee, der Dreizylinder reicht mir nicht. Es muss der Vierzylinder sein. Der ist in manchen Bereichen sogar laut der Norm, der Verbrauchsnorm, effizienter als der Dreizylinder. Selbstverständlich, das werden wir uns dann auch noch im Fahren anschauen. Und weil es basierend auf dem Skoda Scala ist, auch beim Skoda Kamiq ist es so, dass wir nur Frontantrieb bekommen können. So, und dann werfen wir mal einen Blick auf den Innenraum. Hier ist es auch trockener und gemütlicher, gerade bei dem schäbigen Wetter. Wir starten mit den Sitzen. Wir haben hier Sportintegralsitze, die zum einen Stoff haben und zum anderen einen Mikrofaser, vor allen Dingen links und rechts hier auf der Innenseite der Wange. Ebenfalls mit kleiner Tasche ausgestattet, also auch hier wieder eine Simply Clever Lösung. Und wir haben immer farblich abgesetzte Ziernähte, hier in unserem Fall also hellgraue oder ich glaube sogar weiße Nähte.
hellgrau auf jeden Fall, auf dunkel gehaltenen Sitzen. Dann schauen wir uns einfach weitere Designelemente an, die wir haben. Zum Beispiel Dekorleisten hier in diesem Muster. An der Seite wird das Muster dann praktisch auch nochmal aufgegriffen, allerdings umgekehrt. Sprich, das, was hier als Muster zu erkennen ist, ist dann hier haptisch eher ausgeprägt worden. Wir haben hier und da ein klein wenig Hochglanz, ein klein wenig Chrom, aber immer sehr dunkel und schlicht gehalten, sodass sich alles schön zusammenfügt. Wenn wir hier gerade schon den Blick haben, hier ist unsere Kommandozentrale. Sie misst 9,2 Zoll in unserem Fall. Es gibt allerdings noch eine Version mit 8 Zoll und die Basisversion misst dann 6,5 Zoll. Mit enthalten ist dann auch Laura, die kennt ihr vielleicht schon. Laura wird noch im Laufe der Zeit weiterentwickelt werden. Hier in unserem Fall ist sie aber noch auf dem Status, so wie ihr sie schon kennengelernt habt. Das entsprechende Video dazu findet ihr selbstverständlich unten in der Infobox. Hier unten haben wir dann noch eine induktive Ladeschale, die ist optional. Daneben befinden sich dann zwei USB-C-Anschlüsse, die sind tatsächlich serienmäßig. Es gibt noch weitere USB-C-Anschlüsse in diesem Fahrzeug, nämlich hinten. Die wiederum sind dann allerdings optional. Von diesem Bildschirm zum nächsten Bildschirm, das ist unser digitales Cockpit, was wir hier im Skoda Kamiq bekommen. Es misst 10,25 Zoll und beinhaltet im Prinzip alles, was wir brauchen. Davor versteckt sich dann wieder ein Lenkrad mit einer sehr schönen Haptik, wie ich finde, die gleichzeitig auch nochmal das Design an den Seitentüren aufgreift. Wer möchte, kann optional auch noch eine Lenkradheizung bekommen und wem das immer noch nicht reicht, der kann zum Beispiel auch die Frontscheibe optional beheizen. Dann noch ein, zwei Worte zu dem Raumgefühl, was ich hier drin habe. Ich persönlich fühle mich in diesem Fahrzeug gut. Ich habe auch das Gefühl, in einem wertigen Fahrzeug zu sitzen. Das Ganze ist allerdings auch ein wenig dem Glaspanoramadach zu schulden, das hier einfach eine unglaublich schöne Weite nach oben gibt und natürlich auch Licht in dieses Fahrzeug bringt. Es ist optional, ich würde es allerdings trotzdem jedem empfehlen. Dann kommen wir zu den Haptik bzw. den Oberflächen hier. Wir starten an den Türen, hier landen ja dann doch mal die Ärmchen oben oder unten. In diesem Bereich ist das Ganze nicht unbedingt weich, aber drucknachgiebiger, nennen wir es einfach mal so. Hier unten bleibt das hart. Wir haben aber hier diesen Stoffbereich, der dann wirklich für den Ellbogen gedacht ist. Ansonsten leider in diesem Bereich auch hart. Hier oben, hier haben wir dann wieder eine Fläche, die etwas mehr nachgibt. Die Ablagen beginnen wir dann mal ganz klassisch hier an meinen Knien, nämlich mit dem Handschuhfach, das doch einiges an Platz bietet. Selbstverständlich haben wir links und rechts in den Türen auch noch Ablageflächen. Auf der linken Seite seht ihr jetzt gerade eine kleine Besonderheit, eine Simply Clever Lösung, nämlich einen kleinen Mülleimer. An dieser Stelle sei auch gesagt, ja, die berühmten Schirme befinden sich auch in den Türen, also die vermissen wir nicht. Wir lieben sie alle von Skoda. Wir haben sie auch im Kamiq. Die induktive Ladeschale habe ich gerade schon erwähnt. Hier vorne befinden sich dann die Cuphalter, wo wir jetzt gerade zwei Flaschen drin haben und auch hier verbirgt sich noch ein wenig Platz, wo gerade unser Aufnahmegerät sich versteckt. Starten wir rein in den Fahreindruck des Kamiq 1.5 TSI. Vorweg mit der Information für alle, die sich bezüglich der alternativen Antriebe interessieren. Die CNG-Variante auf Basis des Dreizylinders soll im ersten Quartal 2020 bestellbar sein und die Produktion soll auch direkt dann starten und dementsprechend, wer sich schnell entscheidet, wird wahrscheinlich mit einer Lieferzeit von 2 bis 3 Monaten rechnen können. Dann ein weiterer Hinweis, der findet sich in den technischen Daten auch nochmal im Detail. Wenn man den 1.5 TSI mit der 6-Gang-Schaltung wählt, dann hat man zwar ein bisschen mehr Gewicht, man kann auch ein bisschen mehr dranhängen hinten, aber, und das finde ich sehr interessant, der Normverbrauch ist niedriger. Mit dem DSG, selbes Verhältnis, ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Anhängelast, aber ein wenig schlechterer Normverbrauch. Aber, und das kann ich euch direkt mal so entgegenwerfen, der Verbrauch, den wir in der Realität abdecken, sieht zumindest mal auf der Autobahn mit dem 1.5 TSI, hier mit dem 7-Gang DSG, besser aus als mit dem Dreizylinder. Und das auch, weil wir quasi im niedrigen Lastbereich des Triebwerks hier arbeiten und nicht im oberen Lastbereich, wie es beispielsweise beim 1.0 TSI ist, der schon arbeiten muss, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind. Also dementsprechend Autobahnverbrauch finde ich richtig in Ordnung. In der Stadt ist er dann wieder etwas hungriger, was den Spritverbrauch angeht, aber ich glaube immer noch völlig im Rahmen. Wie gesagt, im generellen Vergleich mit dem Scala ist der Kamiq natürlich von der Kopflast, hat man jetzt gerade gesehen, ein bisschen höher einfach veranlagt. Er hat einfach mehr Bodenfreiheit und das merkt man dementsprechend dann auch mal in den Kurven. Aber es ist ja ein typisches City-SUV
und dementsprechend wird er wahrscheinlich nie so sportlich bewegt werden. Zudem, wer das ein bisschen entgegensteuern möchte, der kann sich ja für die Sport-Chassis-Control entscheiden und dann hat man mit ein bisschen strafferem Fahrwerk auch ein wenig mehr Sportlichkeit hier im Auto. Dann, was spricht jetzt generell schon mal für den 1.5 TSI gegenüber dem 1.0 TSI Dreizylinder? Ganz klar die Laufruhe. Also den Motor höre ich nicht, nur wenn ich richtig was von ihm fordere. Ansonsten ist er super leise. Egal, ob wir im unteren oder im mittleren Drehzahlbereich sind, da hört man kaum was. Das ist beim Dreizylinder logischerweise etwas anderes. Zudem ist die Karosserie und die Kabine dementsprechend auch von Vibrationen etwas ärmer. Und es ist einfach ein deutlich ruhigeres Gefühl. Ob es jetzt nur deswegen den Aufpreis wert ist? Naja, man bekommt ja auch deutlich mehr Leistung mit bei. Jetzt kann man die berechtigte Frage stellen, und ich habe sie auch gestellt, warum hier noch nicht der Mild-Hybrid drin ist oder wann der Mild-Hybrid kommt, der auch im Octavia im nächsten Jahr verfügbar sein wird. Ja, es gibt leider noch kein Datum. Es wird auch nicht über einen einfachen Modelljahreswechsel der Fall sein, sondern höchstwahrscheinlich, vielleicht, aber selbstverständlich auch nicht offiziell mit dem Facelift. Aber für den Moment ist die einzige hybridisierte Technologie zum Spritsparen, die wir haben, die aktive Zylinderabschaltung. Wie funktioniert die? Im niedrigen bzw. im mittleren Lastbereich teilweise sogar werden zwei dieser vier Zylinder deaktiviert. Dabei wird dann im Prinzip da einfach kein Sprit mehr verbrannt, nichts mehr entzündet und die zwei Kolben, die dann dementsprechend eigentlich nichts mehr zu tun haben, werden über das Moment der anderen zwei Kolben noch mitgetragen. Wir als Fahrer bekommen das nur mit, indem hier eine kleine Eco-Anzeige drin ist. Das heißt, man hört es nicht, man spürt es nicht. In Theorie soll es ein wenig Sprit einsparen. In der Praxis ist es leider in den Anzeigen schwer zu verfolgen. Also da muss man wirklich viel in diesem Eco-Bereich nächstes Mal fahren und dann merkt man davon auch was. Aber ich habe es ja schon angedeutet, Verbrauch ist wirklich in Ordnung für dieses im Verhältnis schon große Fahrzeug und auch im Verhältnis zu den Dreizylindern. Also wenn man wirklich länger und vor allem viel auf der Autobahn unterwegs ist, dann macht der 1,5 TSI Sinn. Und die offizielle Zahl ist, man erwartet sich ungefähr 50% des Absatzes, also jetzt des kommenden Absatzes im Karmic mit diesem Vierzylinder gegenüber den anderen Motorisierungen, was ja zwei Dreizylinder und noch ein Diesel sind. Wie gesagt, Komfort ist ein wenig höher als der Scala. Der Sitz bei mir ist jetzt komplett unten, aber ich sitze immer noch ein bisschen höher als im Scala, habe eigentlich eine gute Umsicht. Insgesamt ist es einfach sehr viel komfortabler für mich durch den ruhigeren Motor. Dadurch, dass wir auch mehr Kraftreserven haben, als es bei den Dreizylindern der Fall wäre. Und auch mit dem 7-Gang DSG haben wir dann auch alle Vorteile, die sich insbesondere dann mit den Assistenten, also ACC etc. nahelegen. Ganz nebenbei erwähnt, so sieht übrigens Apple CarPlay im großen Amundsen-System aus. Also man kann hier schön sich die verschiedenen Sachen reinholen. Das finde ich allerdings, naja, man kann sich hier nur die Karten-App reinholen. Vom Verhältnis, was die Geräuschkulisse angeht, wir haben heute leider Unwetter, sehr starke Winde. Dementsprechend für alle, die es da ganz genau wissen möchten, würde ich mal auf den ersten Eindruck des Karmic verweisen. Da sind wir da ein bisschen besser drauf eingegangen. Aber es ist im selben Verhältnis. Also da tun sich dann die Motoren auch nichts. Das heißt, einfach aufgrund der SUV-Form sind wir ein bisschen anfälliger für Windgeräusche. Aber die Kabine ist zumindest hier vorne einigermaßen gut abgedämmt. Und dann fahren wir zur Abwechslung mal auf die Autobahn. Und ich glaube, dann werdet ihr relativ schnell sehen, dass einmal der Durchzug deutlich besser ist als bei den Dreizylindern und die Geräuschentwicklung bei der Beschleunigung nicht so extrem ist wie bei den Dreizylindern. Ich möchte den Dreizylinder keinesfalls schlecht reden. Es ist ein Triebwerk, das in dem Fahrzeug Sinn macht. Ich bin auch überrascht von der Zahl, dass 50% auf diesen 1,5 TSI laufen sollen. Aber so, ich bin jetzt ungefähr bei Halbgas, würde ich mal sagen. Und er tritt einfach schon mal deutlich besser an und dreht dabei nicht so unglaublich hoch und laut. Aber wir können natürlich auch noch mal ein bisschen schneller beschleunigen. Auch hier haben wir wieder diverse Assistenten mit bei. Das heißt, der
Spurhalteassistent, unter anderem Lane Assist, der auch bei nasser Fahrbahn und schnellen Geschwindigkeiten zuverlässig arbeitet. Und die Assistenten können wir hier auf der rechten Seite mit einem Knopfdruck immer schnell aktivieren oder deaktivieren, wenn wir möchten. Und da haben wir mit Lane Assist, Side Assist, Ausparkassistent und Front Assist auch eigentlich alles Notwendige dabei. Insbesondere der Ausparkassistent, finde ich eigentlich, muss in so einem Auto drin sein. Der Umsicht nach hinten ist zwar in Ordnung, aber gerade im Stadtverkehr wird es ja oft mal unübersichtlich. Sieht gut aus, wir kommen gleich zu einem kompletten Stopp. Er hält von selber an. ACC anfahrbereit. Jetzt sagt er aber bremsen. Das heißt, ich hätte jetzt auf die Bremse treten müssen. So, jetzt geht er in den Start-Stopp. Und sobald ich von der Bremse runtergehe, geht er zwar wieder an, aber nicht mehr in den ACC. Also müssen wir gleich nochmal probieren. Und wir bremsen auf 0 auf. Und dann tippe ich mal direkt die Bremse an. Jetzt sagt er bremsen. Ich bin auf der Bremse drauf. ACC sieht noch aktiviert aus. Und es geht weiter, ich gehe von der Bremse runter, Motor geht an und er fährt automatisch wieder an. Und nicht nur, dass er wieder anrollt, sondern er beschleunigt auf die Geschwindigkeit. Also sind wir quasi mit dem rechten Fuß der manuelle Autohold. Abschließend kommen wir zum Fazit. Der Testwagen hier mit 37.000 Euro ist schon eine herbe Nummer. Ich glaube, die ein oder anderen Punkte kann man wegsparen und dann wird er preislich etwas attraktiver. Lohnt sich der Aufpreis zu dem 1,5 TSI? In den meisten Fällen ja. Also wer das Auto klassisch als City-SUV bewegt und damit nur in der Stadt unterwegs ist, dem reicht auch der Dreizylinder. Aber für alle, die mehr mit dem Auto machen wollen, insbesondere was dann auch Langstrecke etc. angeht, da empfiehlt sich wirklich der größere Vierzylinder. So ihr Lieben, und das war es auch schon mit diesem Video, mit diesem sehr nassen und windigen und kalten Video. Wir hoffen, dass es euch nichtdestotrotz gefallen hat und vielleicht möchtet ihr ja uns gerade deswegen für diesen Einsatz einen extra Daumen nach oben geben. Die Frage ist natürlich, wie gefällt euch der Skoda Kamiq? Schreibt eure Gedanken gerne mal unten in die Kommentare und wir mischen dann wie immer mit. Ansonsten hoffen wir euch sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, Daumen hoch, Abo dalassen und ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Ich hole mir jetzt eine heiße Schokolade. Passt gut auf euch auf. Bis dahin. Ciao.